Meine Damen und Herren, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich reingeklickt haben zu uns. Heute geht es um Nierentumore und die Frage, wie man dem Nierenkrebs bestmöglich zu Leibe rücken kann. Und natürlich haben wir einen Experten im Studio. Das ist Professor Dr. Christian Wülfing, Chefarzt der Urologie in der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Wülfing. Ja, Guten Tag. Ich freue mich auch, Frau Pülz. Ich würde sagen, wir fangen mal an wirklich bei dem Basic-Wissen, ja? Es geht um Nierentumoren. Vorher wollen wir alle mal wissen zu Beginn, dass wir dieselbe Ausgangssituation haben. Was ist das für ein Organ? Was hat die Niere für eine Funktion? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage zu Beginn, denn ich bin mir gar nicht so sicher, ob das immer alle Menschen so wissen, was die Organe in unseren Körpern eigentlich so machen. Die Niere ist eigentlich die Filteranlage des Körpers. Also die Aufgabe der Niere besteht darin, wir wissen ja, dass der Mensch Urin produziert und der Urin wird produziert in der Niere. Aber am Ende ist das nichts anderes als ein Abfallprodukt durch Blutfiltern. Also eigentlich ist die Niere der Ort der Blutwäsche. Und in der Niere, die ja so im hinteren Bauchraum in der Flanke liegt, beidseits, ist ja ein paariges Organ, da werden am Tag ungefähr 1200 Liter Blut gewaschen. So viel geht da am Tag durch. Und das Ziel ist dann eben, das Blut zu waschen und entsprechend die Abfallstoffe hinauszufiltern. Und diese werden mit dem Urin ausgeschieden. Das ist so grob gesagt die Aufgabe der Niere, neben einigen anderen kleineren. Es gibt ein paar Hormone, die Niere noch produziert und solche Dinge. Aber das ist so, denke ich, die Hauptaufgabe der Niere, ja. Das, was Sie eben schon geschildert haben, lässt ja den Rückschluss zu, dass es auf jeden Fall ein existenzielles Organ ist in unserem Körper, das leider auch krank werden kann. Das kann krank werden und viele Menschen denken ja so bei Nierenversagen, also wenn auch immer gleich zu Recht an das Thema Dialyse. Also wenn die Nieren nicht mehr arbeiten, dann ist das nicht mit dem Leben vereinbar. Dann muss man an die künstliche Blutwäsche, die Dialyse, das nur mal so am Rande. Ne? Insofern ist jede Art der Erkrankung der Niere natürlich ernst zu nehmen. Und wir wollen heute über Nierentumoren sprechen, also die Bedrohung des Organs durch eine Neubildung im Wesentlichen. Wie viele Menschen bei uns in Deutschland sind denn überhaupt betroffen von Nierenkrebs? Ja. Also Nierenkrebs ist an sich selten. Man muss sagen, wenn man das mit anderen Krebsarten vergleicht, dann macht Nierenkrebs von allen Krebsarten ungefähr 2-3% aus. Also ist nicht gar nicht so viel, aber wenn Sie jetzt es in absoluten Zahlen sind, nehmen, dann sind es immerhin auch 16.000 ungefähr Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland. Und ich sag mal, das sind 16.000. Also denen ist dann egal, ob das selten ist oder nicht. Die sind davon betroffen und denen muss man helfen. Und wenn Sie jetzt aus der Sicht des Urologen schauen, bei uns in Altona zum Beispiel, wo wir uns seit Jahren auch speziell mit dem Thema beschäftigen, uns spezialisieren, uns fortbilden und auch das Thema voranbringen wollen, sehen wir es natürlich sehr oft. Welche Gruppen, wenn man die Bevölkerungsstruktur anschaut, sind womöglich häufiger betroffen als andere? Mann, Frau, welche Altersstruktur? Auch ein guter Punkt. Also wenn man so in Lehrbüchern jetzt nachliest, wer kriegt eigentlich Nierentumor, dann kann man so faustregelmäßig sagen, also typischerweise sind es Männer, sind es Menschen über 60, 65, also eher eine Erkrankung des letzten Drittels vielleicht im Leben, wobei es natürlich immer Ausnahmen gibt. Auch jüngere Menschen können erkranken, aber es ist eher selten. Und interessanterweise und komischerweise sind Männer mehr betroffen als Frauen. Das weiß man aber nicht so ganz. Weiß man gar nicht, warum? Nee, man kann das wirklich nicht abschließend erklären, warum das so ist. Aber es ist ungefähr ein Verhältnis so 3:1. Das ist so. Also nochmal, über 60, 65 männlich. Was nicht heißt, dass nicht Frauen unter 60 auch betroffen sein können. Gibt es denn Risikofaktoren, auf die wir womöglich sogar selbst Einfluss haben mit unserer Lebensführung zum Beispiel? Ach, das ist so eine wichtige Frage, die ich auch häufig von Patientinnen und Patienten selbst gefragt werde. So hätte man sich irgendwie schützen können, hätte man das eher merken können. Die Antwort lautet nicht wirklich. Es gibt nicht wirklich Risikofaktoren, so wie wir das zum Beispiel kennen beim Rauchen. Rauchen macht Lungenkrebs, ganz klare Sache. Und es gibt beim Nierentumor nicht wirklich Risikofaktoren. Es ist mal diskutiert worden, ob man häufiger Nierentumoren bekommen kann, wenn man zum Beispiel Schmerzmittel in hohem Maße einnimmt. Das ist nicht wirklich gut erforscht. Das kann sein, aber auch da, das sind auch nicht viele Menschen,
die da einen Abusus von Schmerzmitteln betreiben. Also wer jetzt normal mal eine Tablette gegen Kopfschmerzen nimmt, wird keinen Nierentumor automatisch bekommen. Da möchte ich gleich Entwarnung geben. Mhm. Insofern kann man vereinfachend auch sagen, es gibt nichts, was als Risikofaktor gilt. Das heißt im Umkehrschluss aber auch für uns im Gespräch mit Patientinnen und Patienten, man kann sie beruhigen. Sie können auch in dem Sinne nichts falsch machen. Ja. Ja? Beim Rauchen kann man sagen, hört auf zu rauchen, dann könnt ihr euch besser schützen vor Lungenkrebs. Bei Nierenkrebs, der kommt einfach. Muss man einfach sagen, er kommt oder er kommt nicht. Aber es gibt da nicht wirklich was, wo man gegensteuern könnte. Gibt es denn eigentlich unterschiedliche Arten von Nierentumoren, die man noch mal ganz unterschiedlich auch beleuchten muss? Also bei Tumoren ist es ja so, dass Tumor, wenn man das wörtlich übersetzt, ist ein lateinisches Wort, heißt eigentlich ja erstmal Schwellung. Also Wucherung. Knubbel, oder? Wucherung, was auch immer man dafür Begriffe finden möchte. Und es ist nicht immer gleichbedeutend mit Krebs. Aber trotzdem ist das natürlich eine ganz entscheidende Frage, weil es gibt auch gutartige Tumoren. Und beim Nierentumor ist es aber leider so, dass wir statistisch gesehen ungefähr 90% aller Nierentumoren bösartig sind. Mhm. Und das ist auch im Gespräch mit Patienten deswegen so wichtig, weil mit der Statistik ist ja immer so eine Sache, wie man damit umgehen möchte. Aber ich finde, so bei 90% ist es eben auch etwas, wo wir Patientinnen und Patienten schon dann auch sagen, man muss leider davon ausgehen, in 90%, eben nicht nur in der Hälfte oder so, dass das bösartig ist. Mhm. Und wir kommen sicherlich im Laufe des Gesprächs noch darauf. Das ist, wenn man so will, und so sage ich das auch immer in Gesprächen, das ist jetzt mal die schlechte Nachricht, weil Patienten häufig fragen, ja, und was ist das jetzt? Ist das Krebs? Und dann muss man leider sagen, ja, in 90% schon. Mhm. Aber die gute Nachricht ist eben auch, dass es in mindestens 90% auch sehr gut heilbar ist. Darüber werden wir bestimmt gleich noch sprechen. Ein Einfluss auf die Heilbarkeit hat mit Sicherheit auch die Frage, ob man den Tumor, ich sag mal, einigermaßen frühzeitig erkennt. Und hier komme ich jetzt zu einem Punkt, der meines Wissens nach ziemlich, ja, sagen wir mal, kompliziert ist. Denn der Nierentumor macht ja in den seltensten Fällen frühzeitig überhaupt Symptome. Was bedeutet, dass es natürlich auch oft vielleicht eine Zufallsdiagnose ist, den zu finden. Können Sie das ein bisschen erläutern? Ja, ist absolut richtig. Also in der Tat ist es so, hier gilt das gleiche Gesetz wie für viele andere Tumorerkrankungen auch. Je früher man das entdeckt, desto kleiner wird der Tumor sein und desto besser ist er heilbar. Wir reden gleich nochmal über das Thema, wie er geheilt wird. In der Regel sind das Operationen und da gibt es Unterschiede. Aber wie Sie zu Recht sagen, es ist immer wichtig, das früh zu erkennen. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit beim Nierentumor, weil woran soll man das schon erkennen? Mhm. Und wenn Sie in ganz alte Lehrbücher hineinschauen, aus dem letzten Jahrtausend sozusagen, dann war es früher, als es noch keine Ultraschallgeräte, CT-Geräte, solche modernen Bildgebungsgeräte gab, da war es wirklich so, dass man in den Lehrbüchern nachlesen konnte, der Nierentumor fällt auf, indem man ihn tastet. Und dafür muss er schon ganz schön groß sein. Das hätte ich mir jetzt auch gedacht. Hinter den Rippen und so weiter. Ja. Oder dass er zum Beispiel blutet. Also bluten heißt in dem Fall, der Tumor blutet so, dass der Urin sich blutig anfärbt. Also der Patient oder die Patientin eben roten Urin findet. So, das ist auch heute noch ein Warnsignal. Aber man kann sagen, es passiert kaum noch. Weil bevor die bluten, werden die häufig heutzutage per Zufall entdeckt. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Der Diagnostik. Der Diagnostik. Ja. Und man könnte jetzt fragen, naja, wie entdeckt ihr sie denn dann? Und warum werden sie früher entdeckt? Und das hat ganz klar damit zu tun, dass wir in den letzten 1, 2, 3 Jahrzehnten die Bildgebung wahnsinnig nach vorne gebracht haben. Es ist ja heute, das werden Sie, das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen beim Hausarzt. Da ist es ganz üblich, dass man mal einen Ultraschall bekommt. Ultraschallgeräte sind heute super hochauflösend, sehr modern, können sehr viel erkennen. Das war vor 20, 30 Jahren noch nicht so. Mhm. Und was auch so ist, dass Menschen sehr häufig heutzutage wegen allen möglichen Dingen, die also gar nicht primär was mit Niere zu tun haben, durch bestimmte Untersuchungsmethoden wie CT, also Computertomographie oder auch MRT, Kernspinnen fahren. Und da ist es tatsächlich so, dass die Diagnostik des Nierentumors oder das Auftreten eines Nierentumors heute in einem Großteil der Fälle schon ein Zufall ist. Zufällig dabei entdeckt wird, während absolut, eine ganz andere Sache gesucht wird, genau, sozusagen. Und da der eben ja auch grundsätzlich selten ist, hatten wir ja eben besprochen, ist es jetzt auch nicht üblich, dass man sich beim Hausarzt jetzt gezielt nach Nierentumor untersuchen lässt, wenn man sowieso keine Symptome hat.
sondern es ist häufig andersrum. Der Hausarzt macht vielleicht einen Check-up oder untersucht wegen Blutdruck oder Gallenstein und sagt, Mensch, ich sehe da was an der Niere und würde das vielleicht noch mit einem CT bestätigen lassen. Und so ist in den letzten Jahren, um das zusammenzufassen, diesen Block, den Sie abgefragt haben, ist tatsächlich jetzt so, dass wir heute Nierentumoren sehr viel früher, also zu einem Stadium, wo sie noch klein sind, also meistens sogar unter oder um 2 Zentimeter, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, sehr viel früher heute entdecken. Und auch die meisten Patientinnen und Patienten, wenn man sie dann damit konfrontieren muss und sagen muss, wir haben so einen Tumor bei ihnen gefunden, ehrlich gesagt auch häufig richtig platt sind und sagen, das kann ich gar nicht glauben. Also ich habe nichts gemerkt. Gar nichts, ja. Und das ist ganz interessant, aber ehrlich gesagt, man muss sich freuen, dass es so ist, weil, wie wir gleich noch besprechen werden, sicherlich ist das eben auch die Voraussetzung dafür, dass wir exzellente Heilungschancen haben. Und das macht natürlich Mut, wenn man zu so einem Zeitpunkt Patientinnen und Patienten zwar die negative Diagnose, ne, sie denken an die 90% bösartig, eröffnen muss, aber auch sagen kann, wir werden das in den Griff kriegen. Wir werden das heilen. Ja, Stichwort heilen. Wir kommen jetzt zu dem eigentlich alles entscheidenden Bereich der Therapie. Mhm. Wie können Sie betroffenen Menschen helfen? Erstmal ganz allgemein gefragt, insbesondere bei sich in der Asklepios-Klinik Altona. Ja. Also ich sagte ja eben schon, wir haben in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen einen Schwerpunkt aufgebaut. Das Thema hat mich als Urologe immer interessiert. Es hat zu tun mit Operationen. Man muss ganz klar sagen, die Behandlung eines Nierentumors ist eine operative Therapie. Das heißt, während man bei anderen Krebsarten ja häufig auch so zu tun hat mit anderen Therapiekonzepten, wie zum Beispiel Bestrahlung, Chemotherapie oder anderen Dingen, ist es hier tatsächlich nur die Operation. Wir wissen, dass eine Chemotherapie und auch eine Bestrahlung gar nicht so gut hilft und nicht so etabliert ist, ausgenommen vielleicht schlimme Stadien, wo mal Metastasen und so auftreten, da können wir später drüber sprechen. Aber bei dem Tumor, der nur auf die Niere begrenzt ist, ist tatsächlich die Operation die Standardtherapie. Also der Tumor muss raus? Der Tumor muss raus. Bedeutet das denn immer automatisch, dass Sie die ganze Niere vorsichtshalber, sage ich mal, in Klammern entfernen? Oder gibt es da heute auch schonendere Methoden, wo man ein bisschen differenzieren kann vielleicht? Also das sehr Spannende, Frau Pöls, ist, dass wir diese Diskussion, wenn wir vor 20 Jahren dieses Interview geführt hätten, dann hätte ich Ihnen mehr oder weniger ehrlich sagen müssen, ja, die Niere, die muss eigentlich meistens raus. Mhm. Und es hat sich, und das ist für mich wirklich sehr spannend und auch interessant zu sehen, man guckt ja auch mal so ein bisschen so zurück auf seine eigene Ausbildung, was man so miterlebt hat, rückblickend. Und ich kenne sehr wohl noch die Zeiten, Ende der 90er zum Beispiel, wo man Nieren sehr häufig, ungefähr 90% aller Tumoroperationen, hat man die Niere rausgenommen. Und ist der Tumor weg, aber die Niere auch. Mhm. Und man hat häufig Menschen gesagt, naja, ist ja nicht so schlimm, sie können ja auch mit einer Niere leben, man hat ja schließlich zwei. Und ehrlich gesagt, ganz so falsch ist das nicht. Wir kennen es ja von Menschen, die eine Niere verloren haben oder auch eine Spenden. Prominentes Beispiel, unser Bundespräsident, unser aktuell amtierender. Also das geht, man kann damit leben. Und so hat man dann gedacht, dann nehmen wir halt die Niere raus. Man hat nur festgestellt, und das ist ein sehr interessanter Prozess gewesen, dass man natürlich sagen kann, na gut, irgendwie eine ganze gesunde Niere rausnehmen für immer kleiner werdende Tumoren. Wir hatten ja gerade gesagt, die werden immer kleiner in den letzten Jahren. Weil sie früher entdeckt werden. Bei Erstdiagnose. Ja. Also tut man sich fast schon schwer, ein ganzes gesundes und wichtiges Organ mit rauszunehmen. Und das Restrisiko bleibt natürlich, dass die gesunde andere Niere trotzdem irgendeinen Schaden bekommt. Mhm. So, und das hat sich noch ein bisschen rauskristallisiert, dass man tatsächlich, und das ist so der Hauptgrund, warum heute sehr propagiert wird, die Niere doch möglichst zu erhalten. Mhm. Also die Antwort auf Ihre Frage ist nein, wir nehmen die Niere idealerweise nicht raus, sondern versuchen sie zu erhalten. Und das ist letztendlich daher gekommen, dass man festgestellt hat, dass Menschen, die nach einer Entfernung der Tumorniere interessanterweise über die Jahre natürlich ein bisschen ihre Nierenfunktion einbüßen. Das muss jetzt nicht heißen, dass die gleich an die Dialyse müssen, aber die Nierenfunktion wird über 10 Jahre schon ein bisschen schlechter. Und interessanterweise und ehrlich gesagt traurigerweise hat man nachweisen können, dass mit niedriger Nierenfunktion auch das Risiko für ganz andere Erkrankungen sprunghaft ansteigt, wie zum Beispiel kardiovaskuläre Ereignisse, Herzinfarkte, Blutdruck.
Und das, wissen wir, sind Volkserkrankungen, die auch natürlich mitunter Schäden anrichten und auch Menschen umbringen können. Ich finde das auch gar nicht so unlogisch jetzt aus Laiensicht. Der Körper ist ja ein geniales Gesamtkonstrukt und es muss ja auch irgendeinen Sinn haben an sich, würde ich mir denken, dass man zwei Nieren hat. So ist es. Also genau, das, so kann man das absolut stehen lassen. Das heißt, wir sind also aus verschiedensten Gründen, erstens, weil die Tumoren immer kleiner werden, zweitens, weil wir aus internistischen Überlegungen, da geht es gar nicht um Krebsrisiko oder sowas, sondern dass es für den Patienten aus der allgemeinen Gesundheit viel vorteilhafter ist, wenn man die Niere belässt. Also je mehr Niere man hat, desto besser ist es auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und solche Sachen. Wie rücken Sie denn nun dem Tumor zu Leibe? Es gibt ja sicherlich unterschiedliche verschiedene OP-Techniken. Mhm. Ich sag mal, großer Schnitt, kleiner Schnitt. Das ist heute sogar mit Robotern unterstützt. Wie kann man da aufteilen? Also grundsätzlich muss man da anknüpfen, was wir gerade besprochen hatten. Man kann eine Niere ganz rausnehmen und in Einzelfällen müssen wir das auch noch tun. Vielleicht noch eine Zahl. Ich hatte Ihnen eben gesagt, dass wir so vor 20 Jahren ungefähr 90% Nieren rausgenommen haben. Und man hat festgestellt, dass so in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal bis so 2010 ungefähr, da war das Verhältnis schon ungefähr 50-50. Mhm. Und heutzutage ist es so, dass wir zum Beispiel in Altona, und das sind nicht nur wir, das sind eigentlich fast, denke ich mal, alle urologischen Abteilungen, die mit Nierentumoren zu tun haben, man versucht so oft wie möglich die Nieren zu erhalten. Es gibt auch inzwischen Leitlinien, die sagen, man soll, wenn es irgendwie technisch geht, also es hat damit zu tun, wie groß ist der Tumor, wie liegt der, kann man dem Patienten das zumuten, da können wir gleich noch drüber sprechen, dann sollte man das anstreben. Und das hat dazu geführt, dass die Prozentzahlen also schon deutlich über 50% sind in ganz Deutschland und in der Welt. Also anders als vor 20 Jahren, da waren es nur 10% Nierenerhalt. Heute sind es schon über 50 und in Altona liegen wir aktuell bei ungefähr 80%. Mhm. Das heißt, wir sind, wie gesagt, spezialisiert, einige andere aber auch. Und es ist der allgemeine Trend, dass man das versucht und eben auch schafft. Und zu Ihrer Frage, wie geht das nun? Also man unterscheidet die Nierenentfernung von dem Organerhalt. Das heißt, bei einem Organerhalt kann man sich das so vorstellen, dass man im Prinzip den Tumor aus der Niere, die Nierentumoren sind ja meistens so Kugeln. Wir können ja auch mal vielleicht ein paar Bildchen auch noch einblenden, damit das ein bisschen deutlicher wird. Das sind im Prinzip kugelförmige Tumoren meistens und die müssen so ausgeschält werden. Das heißt, am Ende ist die Niere erhalten und hat vielleicht einen kleinen Mondkrater, sage ich mal. Also da wird so wirklich, wird also nicht gleich die halbe Niere weggeschnitten. Ausgeschält sozusagen. Das ist fast schon eher so ausgeschält. Man muss immer auf den Sicherheitsabstand zum Tumor achten. Und dann wird dieser Defekt, den man hat, der wird ein wenig vernäht, weil es natürlich, wenn man an der, hatte ich ja eben gesagt, gut durchbluteten Niere operiert, dann muss man gucken, dass das jetzt nicht blutet da. Und da gibt es ein paar Tricks und ich hatte Ihnen erklärt, man kann das offen machen, also mit einem tatsächlich einigermaßen großen Schnitt. Man kann zur Niere gelangen über so einen Schnitt, den man auch Rippenbogenrandschnitt nennt, also so von vorne. Man kann das aber auch über einen Flankenschnitt machen. Mhm. Oder, und das ist, glaube ich, so die Entwicklung, die wir in der Medizin allgemein sehen, über die sogenannte minimalinvasive Chirurgie oder auch Schlüssellochchirurgie. Die erstreckt sich ja über fast alle medizinische Bereiche mittlerweile. Das ist inzwischen angekommen. Das fing an, wenn man in die Historie guckt. Das sind im Übrigen auch sehr spannende medizinhistorische Dokumente. Es gab so die ersten Versuche, ich glaube, es ist mittlerweile über 100 Jahre her, wo erstmal so an Tieren natürlich experimentiert wurde. Es gab einen berühmten Herrn, der mal eine Bauchspiegelung an einem Hund gemacht hat und erstmal gezeigt hat, man kann über kleine Schnitte Instrumente und vor allen Dingen eine Kamera einfügen. Und wie gesagt, wie Sie schon zu Recht sagten, das hat ja, das kennt eigentlich jeder heute. Mhm. Ob es für die Blinddarm-OP, die Gallen-OP, die gynäkologische OP ist, eigentlich fast überall hat das Einzug gehalten. Und in der Urologie ist es so, dass das bei Nieren, weil wir gleich an so einem großen Organ operieren, hat es ein bisschen gedauert. Also wir waren ein bisschen langsamer als die Gallenchirurgen und die Blinddarmchirurgen. Aber so Mitte der 90er fing das an und so hat man das entwickelt, dass man das Ganze, also Niere rausnehmen, aber auch Niere erhalten, über Schlüssellochtherapie machen kann. Wobei, wenn ich noch sagen darf, Schlüsselloch, eigentlich mag ich den diesen Begriff gar nicht so gerne, weil wenn Sie mal durch ein Schlüsselloch geguckt haben, man sieht eigentlich nicht so besonders gut. Das heißt, irreführend, meinen Sie? Ja, es ist irreführend. Man sollte vielleicht bei minimalinvasiver Chirurgie bleiben. Also am Ende, nur zum Verständnis, haben wir ein kleines
Schlüsselloch, nämlich einen kleinen Schnitt, meistens am Bauchnabel oder irgendwo anders, wo wir eine Kamera einführen. Und die Kamera, die wir einführen, ist tatsächlich ein Hochleistungsgerät. Also nicht das eigene iPhone, das ist auch schon gut, aber wir haben tatsächlich Monitore im OP. Monitore dann. Und es ist wirklich, das sind wirklich viele tausend Euro kostende Hochleistungsoptiken, mit denen wir dann super sehen können. Und mit anderen Schleusen kann man eben im Körper mit den Instrumenten arbeiten. Das ist diese klassische Schlüssellochchirurgie. Und es geht sogar gerade auch bei Ihnen in der Klinik noch einen Schritt weiter in Richtung Zukunft, so möchte ich es mal formulieren, mit roboterunterstützter Technologie, um die Gesamtergebnisse für die Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern. Was genau ist eine Roboter-OP? Ich las von Da Vinci. Ja, also die Da Vinci-Technologie, das ist auch ein sehr spannendes Kapitel, was in den letzten Jahren sich ganz stark durchsetzt. Wir können auch an dieser Stelle vielleicht einen kleinen Querverweis mal einblenden zu speziellen Webinaren, die wir auch hier anbieten, die auch hier im Netz zu finden sind. Da ist es noch mal ein bisschen aufgerollt. Ich würde es ein bisschen abkürzen hier, aber man muss sich vorstellen, bei der normalen Schlüsselloch- oder Laparoskopie, wie man es nennt, steht ja der Chirurg direkt an den Patienten dran und hat die Instrumente so in der Hand und bewegt die und guckt dabei auf einen Monitor. Und beim Roboter ist es so, dass die Technologie etwas anders ist. Und man muss auch klar sagen, es operiert nicht der Roboter den Patienten. Das wäre natürlich meine nächste Frage. Sondern es operiert der Chirurg, in dem Fall also ich oder mein Team, an einem, wenn Sie so wollen, eine Konsole, wo man in eine Optik reinschaut. Und diese Optik ist nochmal eine Weiterentwicklung der bisherigen Optiken, die ich eben schon so gelobt habe. Sie ist auch noch ein bisschen teurer, weil sie 3D ist. Das heißt, Sie haben in Wirklichkeit eine Optik, die zwei Augen hat. So funktioniert ja auch unser menschliches dreidimensionales Sehen mit zwei Augen. Das heißt, man sieht dreidimensional und steuert im Prinzip Joysticks. Und diese Joysticks, das hört sich jetzt spooky an, aber die Joysticks sind letztendlich gekoppelt mit den Instrumenten. Und wenn Sie so ein Instrument sich mal in die Hand nehmen, dann sieht man, dass letztendlich ja ein Instrument Freiheitsgrade hat. Sie können so bewegen, Sie können so bewegen. Und was wirklich erstaunlich ist bei dieser Da Vinci-Technologie, Da Vinci, keine Ahnung, warum die den Namen genommen haben, aber es drängt sich auf und alle verstehen warum, ist es wirklich so, dass Sie, und das könnten Sie auch machen, wenn ich mit Ihnen jetzt mich da dran setze, ich würde Sie noch nicht auf Patienten loslassen. Aber ein Glück. Aber wenn Sie Ihre Hände in diesen Joystick nehmen, werden Sie überrascht sein, wie wirklich eins zu eins das umgesetzt die Bewegung wird. Umgesetzt wird von dem Roboter an den Instrumenten, die in den Patienten hineingehen. So. Also, was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass wir eine wahnsinnig hochauflösende dreidimensionale Sicht haben, damit ein sehr komfortables und auch sicheres Operieren anbieten können. Und das gekoppelt mit den Bewegungsfreiheiten der Instrumente, die noch viel besser sind, als wenn ich am Patienten stehe, weil da habe ich eine gewisse Starrheit. Ne? Und das ist eine Kombination, die sich weltweit gerade wirklich durchsetzt. Es gibt in Deutschland inzwischen über 150 Systeme dieser Art. In den USA werden sicherlich über 90% der Nieren- und aber auch Prostatakrebsoperationen mit dieser Technologie gemacht. Und es sind auch andere Fachbereiche, so wie wir in Altona sind es auch unsere Kollegen aus der Chirurgie, aus der HNO-Medizin, manchmal auch aus der Gynäkologie, die immer mehr diese Robotertechnik auch anwenden. Und vielleicht einen Satz noch. Das Ganze, man könnte jetzt denken, es ist ein Spielzeug für den Chirurgen. Und das ist es auch. Das ist eine tolle Technologie, die wirklich begeistert. Und jeder, der das mal wirklich gesehen hat, der denkt, das gibt's gar nicht, was das für ein Fortschritt ist. Und das möchte ich wirklich betonen. Am Ende ist es der Fortschritt für den Patienten. Denn wir sind in der Lage, sehr präzise zu operieren und eben am Ende auch die Qualität der Operation. Ich meine, worüber reden wir heute? Wir reden über Nierentumor. Darauf kommt es ja an, natürlich. Genau, wir wollen das Organ erhalten unbedingt. Ja. Wir wollen aber den Krebs auch sicher rausholen. Ne? Und das wollen wir in einer verträglichen Zeit machen. Der Patient soll möglichst schonend behandelt werden und soll möglichst auch nach 4-5 Tagen nach Hause gehen, ohne dass er irgendwelche Komplikationen hat. Das ist ja das, was einen guten Eingriff ausmacht. Und da hilft uns die Da Vinci-Technologie ungemein. Und ich kann sagen, die Entwicklung, die andere Kliniken auch berichten, ist, dass wir
können Sie in den letzten Jahren sehen, das System ist bei uns jetzt seit 4, 5 Jahren etabliert und von Jahr zu Jahr wird der Anteil der Nierenteilresektion, also der nierenerhaltenen Tumorentfernung, die wir minimalinvasiv machen und mit dem Da Vinci-Roboter, nimmt von Jahr zu Jahr zu, weil uns die Technik einfach nicht nur begeistert, sondern auch dem Patienten ein besseres Ergebnis bringt. Ist das aus Ihrer Sicht denn die Technik auch für die Zukunft oder gibt es noch andere Methoden, die Sie vielleicht auch in Altona anwenden, die zukunftsweisend sind, die wir hier noch mal erklären sollten? Also beim Nierentumor muss man schon sagen, dass die Da Vinci-Technologie, also die robotisch assistierte OP-Technik, ist, glaube ich, so das Highlight der letzten Jahre. Und die Entwicklung ist auch noch nicht abgeschlossen. Die wird auch in vielen anderen Kliniken eingeführt werden, sofern sie nicht schon dort ist. Das Interessante ist, Sie hatten ja eben auch danach gefragt, dass wir immer noch, auch heute noch wenig, aber wir operieren ja immer noch auch offen. Manchmal, wenn wir also Tumoren haben, die irgendwie komplizierter sind oder wo wir glauben, dass für den Patienten eben minimalinvasiv nicht zum guten Ziel führt, wo man manchmal sagen muss, da gehen wir lieber mit einem offenen Schnitt ran. Und da muss man sagen, diese Grenze wird immer weiter Richtung minimalinvasiv auch versetzt. Und auch da merken wir, und das beantwortet, glaube ich, Ihre Frage so ein bisschen, dass die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Also das ist sozusagen die Entwicklung, die wir mit Da Vinci noch sehen. Andere Dinge, die wir auch sehen, ist eben ganz spannend, weil die Tumoren, die wirklich so wahnsinnig klein sind, man darf nicht vergessen, dass wir es heute auch wie überall, wir haben es mit einer Tumorerkrankung zu tun beim älteren Mensch, darüber hatten wir gesprochen. Ja. Aber es gibt eben auch die immer älter werdende Gesellschaft. Das heißt, wir haben es auch damit zu tun, dass wir uns immer mehr fragen müssen, wen können und wollen wir eigentlich gar nicht mehr operieren. Also ich finde, der Trend geht nicht immer nur dahin, was kann man noch mehr machen, sondern was kann man vielleicht auch mal weniger machen, finde ich persönlich auch einen ganz guten Ansatz. Und da haben wir zum Beispiel auch immer mal wieder Fälle, wo wir sagen, man muss gar nichts machen, man kann das in Ruhe beobachten, weil man zum Beispiel weiß, dass Tumoren unter 2 Zentimetern sehr selten sich jetzt sehr aggressiv und schnell verhalten. Beim jüngeren Patienten wird man das trotzdem dann operieren. Weil er belastbarer ist. Genau. Mhm. Und weil der jüngere Patient natürlich auch mehr Jahre noch vor sich hat. Mhm. Und ältere Menschen, die vielleicht auch gar nicht so gut beraten sind, wenn sie eine Narkose kriegen müssen und solche Dinge. Ja. Da sind wir also sehr in der Lage, auch tatsächlich auch zu differenzieren. Und ich habe mal ein Webinar gemacht, da weisen wir gerne noch mal darauf hin, mit dem Titel, und da stehe ich auch zu, die beste OP ist die, die man nicht machen muss. Mhm. Und insofern haben wir auch da Trends. Vielleicht ein Punkt noch so auch mit einem freundlichen Seitenblick zu unseren Kollegen der Radiologie. Die sind ja für uns ganz wichtig bezüglich der Diagnostik. Das hatten wir eben besprochen. CTs, MRTs, also die Bildgebung. Aber sie sind und im Übrigen sind wir ganz froh, dass wir auch die Spezialisierung in Altona haben. Und die Spezialisierung bezieht sich wirklich auch auf die Radiologen, weil die auch sehr häufig Zweitmeinungen sehen. Also da ist ein hoher Durchsatz und wir genießen gewissermaßen auch die Expertise, die ein Radiologe hat und uns sagen kann, was das für ein Tumor ist und so. Was ich aber sagen wollte ist, wir haben auch da Entwicklungen, die wir im Schulterschluss mit den Radiologen beobachten. Und das sind Alternativbehandlungen von Nierentumoren. Also Beispiel, der Patient kann keine Narkose bekommen oder kann nicht operiert werden. Man hat Angst, dass er zu krank ist oder er hat vielleicht schon mal Nierentumor gehabt. Und dort haben wir auch im Angebot eine Technologie, die sich RFA nennt, die Radiofrequenzablation, die in den letzten Jahren auch immer sicherer wird und wo wir in ausgewählten Fällen tatsächlich, wenn wir glauben, Operation ist vielleicht nicht das Richtige, mit unseren Radiologen sprechen. Und die machen unter CT- oder MRT-Kontrolle eine Behandlung, wo letztendlich mit Hitzetherapie der Tumor, wenn man so will, weggeschmolzen wird. Mhm. Das ist nicht für alle das Richtige und das geht auch nicht in allen Fällen. Aber wenn Sie nach Innovationen fragen rund um das Thema Nierentumoren, dann ist es eben neben dem von uns natürlich vorangetriebenen operativen Entwicklungen, sind es eben auch solche. Ja. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass diese fachübergreifende Zusammenarbeit, wie sie zum Beispiel bei Ihnen auch in Altona stattfindet, dass die einfach gut funktioniert, dass da so viele Fachhände ineinandergreifen sozusagen. Man fühlt sich ja gleich viel umfassender aufgehoben und dass wirklich dann individuell der bestmögliche Therapieweg dann auch beschritten wird. Also ich finde, das ist schon mal ein gutes Hintergrundwissen, was Sie da vermittelt haben. Ich glaube, was die OP selber angeht, haben wir jetzt einige, vielleicht sogar alle Techniken besprochen, auch
wie die Patienten da von Ihnen ausführlich beraten werden. Mich würde jetzt interessieren, was nach der OP ist. Also wir haben ja gesagt, minimalinvasiv bedeutet zum Beispiel auch, dass man natürlich entsprechend schneller wieder mobil ist. Es geht ja auch immer dahin, so schnell zu mobilisieren, wie es geht. Wie schnell sind die Patienten wieder unterwegs? Also heute wird nach der Verweildauer immer gefragt. Und wir wissen, dass in Deutschland die Verweildauer für viele Operationen in den letzten 2 Jahrzehnten deutlich runtergegangen ist. Aus den verschiedensten Gründen, aber eben auch, weil man die Patientinnen und Patienten minimalinvasiv operiert. Das bedeutet, die Tatsache, dass kein großer Schnitt gemacht wurde, sondern kleine, 4, 5, die sind ja so einen halben Zentimeter oder so nur groß. An der Stelle darf ich sagen, man muss, um den Tumor rauszukriegen, das fragen nämlich Menschen dann auch häufig, wie kriegt ihr den Tumor denn dann da raus? Dann muss man einen dieser kleinen Schnitte einfach ein bisschen größer machen, aber muss eben nicht so einen Schnitt machen, sondern man muss ihn so erweitern, dass der kleine Tumor, je nachdem wie groß er ist, da durchpasst. Ja. Wir ziehen ihn in so einem Beutel da raus. So, und deswegen hat, und das ist schon mal der erste Punkt, der Patient nach der OP vielleicht so ein bisschen Wundschmerzen an diesen kleinen Stellen, die kann man gut behandeln mit leichten Schmerzmitteln. Aber insofern ist der Patient sehr viel fitter, weniger Schmerzmittel. Durch das minimalinvasive Operieren haben wir sehr wenig Blutungskomplikationen. Das ist im einstelligen prozentualen Bereich, dass jemand mal eine Nachblutung hat oder einen Bluterguss oder solche Dinge, die meistens auch nicht wirklich dramatisch sind. Sodass wir also von der Komplikationsseite her da sehr komfortabel für die Patienten unterwegs sind. Und so Sachen wie Intensivstation oder Blutübertragung oder was man sich da überlegen kann, das brauchen wir alles gar nicht mehr. Das heißt, die Patienten sind, und jetzt komme ich auf die eigentliche Antwort, in der Regel zwischen dem 4. und 6. postoperativen Tag zu Hause. So, und wenn einer mal länger braucht, weil er doch Schmerzen hat oder sich noch nicht so fit fühlt, kein Problem, bleibt er länger. Aber wir merken schon, dass Patienten vielleicht noch nicht gleich am ersten Tag nach der OP, da sind sie häufig einfach auch von der Narkose noch ein bisschen müde und noch ein bisschen angeschlagen. Man merkt das ein bisschen, man hat noch nicht so viel Appetit. Und dann sagen wir als Team auch häufig, warten Sie mal noch 1, 2 Tage, Sie werden sehr schnell merken, dass Sie ganz schnell wieder fit werden. Und dann ist es häufig auch der Patient, der an Tag 2 noch ein bisschen zuckt, wenn man sagt, ja, sie bleiben meistens so 5 Tage, weil er das Gefühl hat, was, so schnell wollt ihr mich rauswerfen? Aber wir werfen keinen raus, sondern die Patienten sagen tatsächlich so nach 3, 4 Tagen, jetzt wird es mir aber langweilig, jetzt kann ich mal besser nach Hause gehen. Und so pendelt sich dieser Tag 5 meistens ein. Okay. Und wenn Sie dann zu Hause sind, die Patienten, wie sieht die Nachbehandlung aus? Gibt es da regelmäßige Nachkontrollen oder ist es wirklich so einfach, dass man sagt, wenn die Therapie erfolgreich abgeschlossen ist, der Tumor ist raus, dann, wenn nichts weiter ist an Beschwerden, dann war es das? Das ist mir ein sehr großes Anliegen, das nochmal zu sagen. Art 1, die gute Nachricht, die wir schon hatten, ist, man kann wirklich sehr, sehr vielen Menschen mit dieser Operation zu einer Heilung verhelfen. Das heißt, den allermeisten können wir sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, über 90%, dass sie geheilt sind. So, und ob man jetzt zu denen gehört, die geheilt sind oder nicht, liegt ein bisschen an dem Tumor selbst. Wie groß war der, wie aggressiv war der? Und da gibt es bestimmte Systeme, die uns erlauben, den Tumor in eine Schublade einzusortieren. Nämlich niedriges Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko. Und für diese 3 verschiedenen Risikostufen, also wie hoch ist das Risiko, dass doch nochmal was kommt, gibt es unterschiedliche, wenn man so will, Algorithmen, wie der Patient sich nachuntersuchen lassen muss. Und da kann man sagen, grundsätzlich geht es darum, der Patient muss, wenn es ein bösartiger Tumor war, sich bestätigt hat, dann muss er in eine Nachsorge kommen. Und die Nachsorge geht Pi mal Daumen 5 Jahre. Das kennt man von anderen Tumoren. Und was jetzt genau in diesen 5 Jahren gemacht wird, man muss sicherlich nicht alle 3 Monate in einen CT rein. Aber man muss vielleicht beim Niedrigrisikotumor 1 mal im Jahr durchs CT. Und beim Hochrisiko muss man vielleicht 2 mal im Jahr. Das ist ganz unterschiedlich, aber das ist mir ein Anliegen, dass man das nochmal betont, dass die Nachsorge total wichtig ist. Auch wenn wir die gute Nachricht überbringen und sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie geheilt sind und das war's mit Nierentumor. Ich darf dabei bei der Gelegenheit sagen, auch so Nachbehandlungen. Wir werden häufig gefragt, brauche ich noch eine Bestrahlung, brauche ich noch eine Chemotherapie? Praktisch nie. Es gibt so ein paar Entwicklungen gerade ganz aktuell, dass man überlegt, ob bestimmte Medikamente das Risiko vermindern können. Das ist aber noch nicht spruchreif. Eigentlich gilt, es gibt bislang keine Empfehlung, dass man sagt, wir machen noch eine Therapie hinterher.
Und das ist für Patienten ja häufig sehr positiv. Da merkt man, wie denen der Stein vom Herzen fällt. Mhm. Und was ich aber sagen möchte auf der anderen Seite, ist es ganz besonders wichtig, dass man wirklich diese Nachsorgen zum richtigen Zeitpunkt macht. Da sind die Fachärztinnen und Fachärzte für Urologie, die Patientinnen und Patienten meistens betreuen, die richtigen Ansprechpartner, die eben darauf achten, wann mache ich einen Ultraschall, wann mache ich einen CT, wann mache ich dies, wann mache ich das. Denn eins ist klar, wenn Tumor wiederkommt in diesen paar Prozent, dann haben wir wiederum eine sehr, sehr gute Chance, die Patienten nochmal zu heilen, wenn man es früh entdeckt. Insofern nochmal ein Plädoyer, die Nachsorge unbedingt ernst zu nehmen an der Stelle. Machen das einige nicht? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich würde sagen, allein die Angst vor so einem Rezidiv, also einer erneuten Tumorbildung trotz erfolgreicher Therapie, die müsste doch gerade bei Krebs, könnte ich mir vorstellen, immer da sein, sodass man von sich aus sagt, ich würde eigentlich gerne zur Sicherheit regelmäßig und wenn es nur einmal im Jahr ist, aber nochmal kommen. Also ich glaube, die allermeisten machen es. Die allermeisten haben auch gewissenhafte Kolleginnen und Kollegen, die sich darum kümmern. Aber natürlich können wir niemanden zur Nachsorge zwingen. Und es gibt immer mal wieder welche, die vielleicht im ersten, zweiten Jahr noch dabei sind und das dann so ein bisschen nachlässig behandeln. Das soll aber jetzt kein Bashing, kein Kritisieren der Menschen sein. Ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt menschlich. Man hat häufig auch vielleicht andere Dinge und andere Themen. Vielleicht ist man auch einfach froh, dass das Ding durch ist und möchte sich nicht mehr belasten. Ne? Absolut. Das sind die Gegenseite. Machen wir uns nichts vor. Immer zur Nachsorge zu gehen, holt das Thema auch wieder aufs Tablett. Ja, das stimmt. Ja. Und der eine oder andere kann damit nicht so gut umgehen. Ne? Insofern, ich kann nur empfehlen, zur Nachsorge zu gehen und sich da engmaschig drum zu kümmern. Und zum Glück ist es, das hatte ich eben noch nicht gesagt, aber diese Algorithmen, was genau gemacht werden muss, ist auch relativ klar definiert in unserer sogenannten S3-Leitlinien-Nierenkrebs, die es gibt, wo das kann jeder nachlesen, auch wenn da so bei Ärzten da Unsicherheiten sind. Das macht ja nicht jeder jeden Tag, kann man nachlesen und kann man es für den Patienten steuern. Mhm. Herr Wülfing, das waren ganz viele wichtige, interessante und vor allem auch hilfreiche Aspekte. Herzlichen Dank für die ausführlichen Informationen und Ihnen allen natürlich ebenso herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen schon ordentlich weiterhelfen. Der nächste Schritt wäre natürlich die persönliche Kontaktaufnahme zu Ihnen, zu Ihrem Team. Und weitere Informationen, um das Ganze noch zu vervollständigen, finden Sie, das hatte Herr Professor Wülfing auch schon gesagt, auf der Internetseite der Asklepios Klinik Altona. Und einen entsprechenden Link blenden wir jetzt für Sie ein. Danke fürs Zuschauen.